Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS15 auf der Map Norgheim zusammen mit dem McManus und den Sachsen-Let's Player. Hallo. Was ist? So. Was ist denn jetzt das? Jens Lutz? Geht's bei euch weiter? Ah ja, okay. Aber eigentlich irgendwelche. Also entweder bin ich doof, switch mal bitte jetzt in den Fan, in den John Deere. Ich kann hier keinen Diesel entladen, also hier stimmt definitiv was nicht. Warte. Ah, Moment. Hat sich gegessen. Okay. Oder was? Ja, weil hier geht nur Biodiesel. So. Und den können wir nicht laden. Wow. War doch vorher nichts dafür, oder? Nö. Bin ich mal gespannt, ob ich den Diesel oben in der Tankstelle entladen kann wieder. Den ich gerade an der Tankstelle gekauft habe. Mhm. In unserer Hoftankstelle, 1000 Liter. Wir sitzen jetzt in meinem Dolz. Ich glaube ich, aber ich kann gerade nichts machen. Ich verstehe. Aber wir können es gleich wieder rein. Ja, keine Hektik. Ich guck mir so ein bisschen mal unsere Kühe an. Unsere Kühe. Ob es denen gut geht, nicht dass Peter böse wird. Peter? Ach, doch. Peter. Peter. Ah, ich verstehe. Das sind nur Milchkühe, keine Angst, Peter. Obwohl, als Veganer fordert man ja auch dieses Produkt, ne? Das ist richtig. Ganz wieder flüssig. Glaube ich, zumindest ja. Also gerade. Einfach nur Standbild gehabt. Treibstoff wird hier nicht angenommen. Also hier stimmt was nicht. ETF? Da ist definitiv. Geht das nicht. Du ein. Gut. Ja, ich konnte nichts machen. Ja, nee, ich dachte, du hast mich jetzt zum Arsch der Welt hingefahren. Nee. Das passt nicht mehr. Jetzt irgendwas zerknödelt. Okay. Fakt ist, dass hier irgendwas mit dem Treibstoff überhaupt nicht mehr hinhaut. Also Diesel, Biodiesel und so weiter und so fort, hier geht gar nichts. Gar nichts. Das Einzige, was wir machen können, an der Tankstelle tanken, aber ansonsten funktioniert nichts. Aber die Butter und Kühe, das wird ja produziert, das kannst du auch öffnen. Probier ich jetzt. Butter. Okay. Ja, das ist. Sehr strange. Ein bisschen blöd. Wow. Ich wollte ja da oben eigentlich das Gras einsammeln, ne? Ne, den Klee. Ah, ja, bin schon dabei. Ja. Aber es läuft alles. Ah, ja. So. Dann. Der Klee nach. Ja klar. Aber du zerfährst aber die Frucht hier. Was? Ernsthaft? Ja. Muss mal schauen. Rein oder was? Nee. Huch. So Fusi, hau mal einen raus, erzähl mal was. Lustiges. Was soll ich denn erzählen? Ja, was gewinnt Mausi? Redet er mit mir? Was? Ja, redet mit dir. Nein, habe ich nicht. Ja, habe ich wirklich nicht. Bin gleich fertig. Mausi fragt wegen Essen. Ja, genau. Ja, was soll ich raushauen? Was hast du? Es ist ja jetzt aktuell Samstag, also jetzt ist gerade Freitag, ne? Und was hast du geplant am Wochenende? Was hast du letztes Wochenende gemacht? Also dieses. Verstehst du? Kann ich ja noch nicht sagen. Warum? Achso, weil heute auch Samstag ist. Ja. Ja. Weiß noch nicht. Was hast du denn vor? Hast du heute noch was geplant? Nee. Heute Abend streamen bei Renny? Ja, da bin ich auch nicht da. Tut mir leid, Renny. Also, das ist jetzt schon in der Zukunft. Also, ja, denke. Letzte Woche weiß ich nicht. Oh,
war gerade eine Miets. Ich hoffe, ich bin nicht drüber gefahren. Du sitzt gehört. Über die Muschi. Ja, die hat eben so komisch miaut. Ach so, einfach weiter vorne nicht hin tun. Ich habe auch schon mal ein Tier getötet, aus Versehen. Mhm. Mit dem Auto. Warte mal ganz kurz, da klingelt mein Telefon jetzt. Was ist denn da schon wieder los? Leute, was jetzt ja schneller? Das ist meine Frau. Essen, wie bei mir. Hallo? Ja, 10 Minuten. 9 Minuten. Tschüss. So. Genau. Oder? Ja, ich habe aus Versehen schon mal ein Tier überfahren. Oh, was für eins? Ein Reh. War es denn lecker? Nee, haben wir ihn nicht mitgenommen. So. Meine erste Frage wäre jetzt gewesen, wie hoch war der Sachschaden? Auto? Ja, war mein allererstes Auto, was ich hatte, war sehr alt. Achso. Also war nicht irgendwie. Die hast du nicht mitgenommen. Also zum Sterben am Straßenrand liegen lassen oder was? Es war dann tot, du Idiot! Was habe ich gemacht? Ich habe den Förster gerufen. Nicht den Förster, die Polizei gerufen. Und die sagen ja dann dem Förster Bescheid. Und der holt es ja dann. Das Schlimme war, wir wollten. Jetzt kann ich gar nicht sagen, kann man das sagen? Warte mal, warte mal, Ethika wird das verkauft, die Milch, ne? Die Butter. Ja. Und zwar, wir sind früher mal Schlitten fahren gegangen. Ja. Auf unsere Art. Alles klar. Wir sind im Wald gefahren und haben Schlitten hin ans Auto gebunden. Ja, das haben wir auch gemacht. Also wir sind halt wirklich langsam gefahren, nicht schnell oder so, aber es war halt echt cool. Und hat halt übelst Spaß gemacht. Und und dann wollten wir halt mit dem Kumpel, wir waren insgesamt 8 Leute oder so, glaube ich, also 2 Autos, die waren auch beide voll. Und wollten da gerade im Wald fahren und sind da so aus dem Dorf rausgefahren und da so einer lang die Straße und da stand ein Reh am Straßenrand. Und der Idiot fährt vorbei und schreckt das mit seinem Auto auf und vor meinem rennt's los. So, und knallt mir voll vorne drauf. Und naja, ist auch kaputt gewesen, ne? Ja. Also Blechschaden halt, so was nicht kaputt, aber. Das ist. Jo, Butter verkauft. 150.000. Aber das hier mit dem Schlitten, das haben wir auch mal. Also, das haben wir auch mal gemacht, haben wir auch öfters gemacht. Da habe ich mal ein Loch im Kopf gekriegt. Ernsthaft? Ja. Lass mich raten, da ist dein Gehirn ausgelaufen? Wir haben nur die Hälfte wieder reingekriegt. Nein, Spaß. War nur ein kleiner schlechter Witz. Erzähl ruhig. Ja, auch hinten mit der Schnur, ne, reingemacht, festgehalten. Hat er ein bisschen zu schnell Gas gegeben und bremst. Und du, wenn das Auto bremst, ja, und dann bin ich mit dem Kopf gegen sein Kofferraum-Ding da. Tuck. Ja, hatte ich noch einen Kopf. Auch Schaden am Fahrzeug? Halt's Maul. Ach ja. Hat dir wenigstens gleich eine geklatscht, dass er, weil du am Auto Schaden gemacht hast. Nein, aber wie gesagt, also das war echt lustig. Also wir sind da echt auch oft gefahren. Das Problem ist, mit meiner damaligen Ex-Freundin, da meine damalige Freundin. Die war so ein bisschen psychopathisch veranlagt, hatte ich das Gefühl. Die hat nämlich wahrscheinlich nicht aufs Tacho geguckt, wie schnell sie fährt. Und das eine Mal, da habe ich mich so krampfhaft an diesen Schlitten geklammert und die ist immer schneller gefahren. Und der Schlitten hat dann sogar keine Kufen mehr, weil ab und zu sogar so ein paar Passagen dabei waren, wo kein Schnee mehr lag. Und das war echt heftig, also da hatte ich Todesängste. Ich glaube, wenn wir da runtergefallen wären, das hätte auch weh getan. Aber naja, Hast du jetzt oben den Klee schon eingesammelt? Ja, da liegt aber noch ein bisschen, aber voll, ne? Hast du da in dieses Silo? War ich jetzt im Hof im Silo, ja. Also wir müssen mal schauen, ich tendiere so ein bisschen, also ich würde einfach so einen Vorschlag machen, müssen wir dann mal besprechen. Ich tendiere so ein bisschen diese Map hier auf Eis zu legen, weil wir hier ein massives Problem haben mit den Diesel und mit dem Diesel und dem Biodiesel und das ist echt saublöd, finde ich, und deswegen weiß ich jetzt nicht, was wir machen sollen. Das ist das Problem. Es ist ein 4-Tage-Projekt. Wir müssen halt mal schauen, ob man Eventudel
Vielleicht noch eine andere Map finden, wo es sich jetzt mal lohnt, noch 30, 40 Folgen drauf zu machen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also bis zum 17er quasi. Wenn ihr da was Cooles habt, ein paar coole Vorschläge, was an Map mit ein paar Wirtschaftszweigen und so weiter, die auch einwandfrei funktioniert, dann könnt ihr ruhig mal raushauen. Und wir gucken halt einfach mal. Entweder geht's halt dann weiter mit einer normalen Folge Norgeholm und wir haben das irgendwie gefixt gekriegt oder eben nicht, ne? Die zwei Möglichkeiten. Wow, lol, die zwei Möglichkeiten gibt's. Sag mal so, ich habe einen neuen Rekord im Millisekundenbereich aufgestellt. Der wäre. Also unten links. 9867. Wow, das ist wirklich Rekord. Ich hab 30. Ja. Ich habe in der Theorie auch, aber das springt manchmal so. Ich weiß es nicht. Aber das liegt jetzt weder, also weniger an der Map. Das liegt jetzt eher mehr am Rechner. Also der Klee wächst tatsächlich nach. Allerdings ist es so, dass man die dass man den Klee komplett zerfährt. Ja. Also. Ist das behindert? Das ist ja richtig bescheuert. Naja, gut, das liegt aber an Drive Control. Ja, klar, nee, sicher, ja. Das ist ja blöd. Hat er jetzt eigentlich so massiv viel rausgebracht, der Klee? Ja, war richtig gut, 100.000 Liter. 100.000 Liter auf einem Feld ist okay, ja. Ah, sei es in Silo gehauen? Ja, ich fahre jetzt noch einmal hoch, sammle die Reste da auf und dann schmeiße ich das auch noch ins Silo, verdichte und dann wird zugemacht. Ist dann nicht mehr dicht, Junge. So. Sag mal, kennt ihr diese Facebook. Alter, ja. Kennt ihr diese Facebook-Familie? Ich weiß nicht, wie die heißt. Das ist so. Ja. Mutter, Vater, Tochter und Sohn. Das sind so vier Leute oder vier, eine Familie. Familie halt. Ja. Und die machen halt auf YouTube immer. Ach, auf Facebook solche Videos und alles. Kinder. Heißt Monkeys und ich glaube, die Familie heißt, also bei Facebook, irgendwas mit Bee, die Family Bee oder so, weißt du, so Biene. Sag mir irgendwas. Habe ich irgendwie schon mal gehört, bin mir aber irgendwie gerade nicht sicher. Ist so ein Hänger zum Abfahren hier irgendwo? Ja, steht unten beim Hof normal, also in den Unterstand, da steht ein normaler. Na, ach so, hä? Und du bist ja fertig mit einem. Richtig, alles im Lager. Also ansehen in dem Sinne. Oh, stimmt ja gerade schon mal. Ich weiß nur, auf YouTube gibt es halt auch so einen Kanal. Das ist halt auch Beginner, Mutter, Vater. Ja, die kann machen, sein, dass sie auch auf YouTube sind. Und die machen so, ja, was machen die? Zeichnen halt ihren Alltag oder wenn es genau. Spielzeuge gibt und so, ja, dann sind die auf Facebook und auf YouTube. Ja, das hatte ich. Die sind manchmal in den Trends, ja. So manchmal, aber es sind auch manchmal Playmobil-Stories. Wo einfach so mit Playmobil solche Familiengeschichten erzählt werden, das ist auch manchmal in den YouTube-Trends, ist auch ein deutscher Kanal. Das muss man auch manchmal nicht so wirklich verstehen. Gut, und die Familie, ja gut, jeden das eine, wie gesagt, muss halt jeder für sich selber wissen, ob man die Kinder unbedingt mit auf YouTube stellen muss. Für die Kamera zerren, finde ich nicht gut. Ich meine, der Kanal basiert ja im Endeffekt auf dieser Familie im Prinzip drauf, ne? Dann ist es ja irgendwo logisch, aber muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ja. Das hat mich hier zumal so leer, also ich gerade. Weil die sich im Bereich zwischen 7, 8, 9 Jahren irgendwie aufhalten, genau. Also mittlerweile, wenn ich YouTuber kenne, die sollten sich vielleicht auch nicht so vor die Kamera stellen. Wer denn da? Boah, das darf ich nicht sagen. Okay. Aber ich gebe einen Wink. Deine Anmoderation geht ungefähr so. Hallo YouTube. Also ich weiß nicht, was du mit denen hast, aber... ich kann die nicht ab, Alter. Naja, aber das ist aber... Ich meine... Was Unrelevanteres gibt's gar nicht. Also ich meine, ich bin ja schon manchmal über ein Thema aufregend, wo man sagt, alles klar, gute Zeitinvestition. Aber du bei denen... Das ist Rauchverbot null, oder Alter. Was? Nee, das ist... Es ist ein... absolut... Keine Ahnung. Also, weißt du, also, da kannst du so sagen, alles klar. Dem geht weiter, weißt du, so absolut nichts. Aber der regt sich darüber auf, das ist Wahnsinn. Das ist ja schlimmer wie bei mir damals gewesen. Ah ja, Renu, ich hatte schon ein paar Gespräche mit dem. Mit dem. Er hatte auch mal einen Kommentar bei dir drunter geschrieben, Tino. Okay. Und ein. Ja. Keine Ahnung, aber wir sind auch erstmal durch.
Ja, gut, meine lieben Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut zur nächsten Folge wieder vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.